Leute, ich habe ein XXL News Update für euch. Lang gab es nichts Neues. Jetzt habe ich ein bisschen was zusammengesammelt. Von mir gab es in den letzten Tagen auch nicht viel. Mein Kleiner war krank, ich war krank. Deswegen keine Streams, keine Videos. Ich hoffe, jetzt geht es wieder so ein bisschen voran. Ich habe 7 Informationen an der Zahl, die allesamt sehr geil sind. Ich habe geiles Bildmaterial. Es geht um Olympus, den vermeintlichen Pay-to-Win Flatline Skin. Wer diese Informationen schon gesehen, gehört hat von irgendwelchen YouTubern, Instagrammern und wie sie alle heißen, das ist alles Bullshit. Meiner Meinung nach ein Stück weit Clickbait. Da passiert etwas, was euch nicht gefallen wird, wenn ihr drauf reingefallen seid. Wir haben das Horizon Erbstück, da geht es drum. Ein April-Event, ein Team-Deathmatch-Event, Caustic Prestige Skin. So, bevor ich jetzt lange drum rumlabere, wir fangen direkt mal an. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Event ganz kurz. Es geht um diesen Flatline Skin. Der hat einen vermeintlichen, aktuell tatsächlich Pay-to-Win Iron Sight. Achtung, Respawn selber hat das vor 2 Tagen selber schon geäußert. Dieser Skin wird gepatcht. Ich fahre den mal ganz kurz so ein bisschen rum und wir sehen hier schon an dem Visier, das ist alles sehr, sehr offen, so wie wir es vom Battle Pass Skin von der Flatline damals kannten, bevor der genervt wird. Der Skin ist mega, mega nice, aber 100%, wenn ihr das Teil nur deswegen kauft, Respawn wird das nerven. Respawn hat sich zu Wort gemeldet, Moment, das war falsch, und zwar sieht das Ironsight gerade aktuell noch links so aus. Ihr seht extrem viel vom Visier und ihr seht auch mehr, als es damals bei dem Battle Pass Skin der Fall war. Und rechts ist die Version so, wie es ursprünglich sein sollte. Da ist irgendwo was schief gelaufen. Also Finger weg von diesem Skin, wenn ihr ihn nur wegen dem Visier kauft. Ansonsten sieht der Skin tatsächlich extrem geil aus, aber alles andere rund um diesen Skin ist absoluter Bullshit. Also seid da bitte vorsichtig. Jetzt kommen wir zum Horizon Erbstück. Wir sehen aktuell nicht, wie das Horizon Erbstück aussieht. Ich kann euch schon mal einen Leak ans Herz legen, was es sein soll, weil so wie Horizon dasteht, das ist aktuell eine tatsächlich geleakte Pose und sie ist auch die nächste Legende, die endlich ein Erbstück bekommt. Lange hat es gedauert, in Season 17 ist es soweit. Es soll wohl ein Laserschwert sein. Ich habe schon mal geleakte Bilder gesehen, die habe ich jetzt aber hier nicht vorbereitet. Aber hier sieht es eher so aus, als wäre es tatsächlich richtig, weil die geleakten Bilder, die sahen allesamt so ein bisschen nach Fake aus. Aber diese Posen sind tatsächlich echt. So, was haben wir noch? Dann kommen wir zum Event für den 1. April am kommenden Samstag. Kennen wir, jeden 1. April gibt es das April Fools Event. Da finden wir die Mosambik, die extrem krass ist. Diesmal gibt es die ein bisschen krasser und es passiert auch noch mehr. Laut Leaks wird nicht verraten, was der lustige Part an der ganzen Geschichte ist. Es hat auf jeden Fall wieder was mit Nessies zu tun und wir finden 4 verschiedene Mosambik-Arten. Eine Mosambik mit leichter, mit schwerer, mit Sniper und mit Energy Ammo. Vielleicht sogar noch eine 5. mit der ganz normalen herkömmlichen Shotgun-Munition. Das kann ich euch nicht sagen, aber Samstag, und ich glaube, das geht immer nur 24 Stunden, dieses Event, lohnt sich da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Bevor ich das vergesse, Olympus ist zurück. Endlich ist Olympus zurück. Respawn hat es nicht angekündigt, aber mit dem aktuellen Event können wir auf Olympus ja das neue Event zocken oder den neuen Modus. Und Olympus ist in der herkömmlichen und auch in der Ranked-Rotation zurück, was endlich Zeit wird. Leider Gottes musste World's Edge dafür weichen anstatt Stormpoint oder Broken Moon. Ich glaube, dass findet nicht gefallen bei jedem, weil ich hätte es cool gefunden, wenn World's Edge geblieben wäre und vielleicht Stormpoint rausgeflogen wäre. Ist aber nur meine persönliche Empfindung. Information Nummer, sind wir schon bei Nummer 5 tatsächlich. Wir bekommen Ende April, und zwar genauer gesagt am 25.04. gibt es ein neues Event, und zwar das TDM SWAT Event. TDM Death Eye heißt es hier. Folgende Regeln im Team Deathmatch, ganz normal. 50 Kills fürs Team gewinnt die Runde, aber es gibt keine Schilder, es gibt keine Helme und jedes Squad
jedes Mitglied, egal ob Gegner, Freund oder so, jeder hat dasselbe Loadout, das hat quasi jeder die gleiche Chance, irgendwie aufs Maul oder eben auch nicht zu bekommen. Und wir bekommen nur eine bestimmte Anzahl an Waffen. Und zwar sind die Loadouts Wingman, 3030 Repeater, die G7, die Hemlock, die Sentinel und die Kramer. Ich bin gespannt. Respawn hat schon mal gesagt, dass sie den ein oder anderen Limited-Time-Modus auch nur auf den Team-Death-Modus anwenden. Und das ist das erste Event, was augenscheinlich für den Team-Death-Modus bestimmt ist. Ich bin echt gespannt, wie das ankommt. Vergesst nicht, in den Kommentaren zu schreiben, wie ihr den ganzen Spaß findet. Ich zeige euch jetzt alle drei Prestige-Skins und ich stelle gerade fest, Habe ich den Finisher? Ganz wichtig, den Finisher sehen wir ganz am Ende. Ich habe noch ein Video vorbereitet, wo ihr die ganzen Skins seht. Wenn ihr den Finisher vom Caustic-Skin noch sehen wollt, bleibt bis zum Schluss dran. In diesem Video könnt ihr diesen Finisher sehen. Den habe ich jetzt im Einzelnen nicht als Videodatei, leider, weil die Qualität meist sehr, sehr schlecht war. Wir fangen jetzt direkt einfach mal an. Caustic Prestige-Skin Nummer 1 und es wird geil. Ich bin ein absoluter Caustic-Hasser, das wissen die meisten von euch, aber der Prestige-Skin ist einfach mal aller fucking erste Sahne. Stufe 1, dann haben wir hier Stufe 2, sieht auch ultra, ultra stark aus und Stufe 3 ist einfach mal halt die Luft an. Ich mache jetzt einfach mal das Video an, halte meine Klappe und wie gesagt, am Ende sehen wir noch den Finisher. Ihre Finishers ultra nice. Ganz wichtig noch die Information, dieses Event startet 14 Tage bevor Season 16 endet. Ladies and Gentlemen, das war's mit meinem XXL News Update. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.